Okay. Super. Jetzt übernehme ich mal das Bildschirm, teile. Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne am Anfang einen kurzen Einstieg möchten machen mit Erklärungen, was aus unserer Sicht das E-Portfolio ist und welchen Nutzen das es kann bringen und nachher eben eigentlich situativ auf eure Bedürfnisse könnten eingehen. Wir haben da das Prezi vorbereitet, wo man nachher auch sehr gerne könnt verlinken im Chat. Und wir haben das im Rahmen ja von einem IFBB-Projekt gemacht, am ZAK. Das ZAK ist das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen in Winterthur. Wir sind eine Berufsfachschule, wir haben Grundbildung mit vor allem VGs, aber auch AGS-Lernenden und Dentalassistentinnen. Und dann haben wir eine höhere Fachschule mit Pflege, Optik, Aktivierung HF, und berufsbegleitende, also modulare Bildungsgänge. Also ziemlich grosse Schulen. Wir haben allein schon 1500 VG, die bei uns in die Schule gehen. Wir haben dann ein Projektteam gebildet. Da sehen wir die Leute, die da wirken in dem Projektteam. Und wir haben mal zwar grosse Pläne, aber wir haben mit kleinen Schritten gestartet. Wir arbeiten das erste Mal im VG-Programm in zwei Pilotklassen und dort aber interdisziplinär. Also ich und Mani mit Berufskunde und Abu sind mit einer Klasse unterwegs und Laura und der Christian auch mit Berufskunde und Abu. Und dann haben wir uns aber gerade intern noch vernetzt mit der Katrin Koch, die eben in der Pflege HF, also in der höheren Fachschule tätig ist, damit dann vielleicht der Übergang oder die Ausweitung vom Projekt in die höheren Fachschulen einfacher wird. Und als externe Projektberatung haben wir Andreas Segesser können gewinnen. Genau. So. Ja, jetzt, was ist das E-Portfolio überhaupt und für was ist es gut? Katrin Koch hat für uns das Bild gemacht und ist da einfach auf die verschiedenen Begriffe eingegangen, was es für uns so heisst. Das E im E-Portfolio hat für uns zwei Bedeutungen. Einerseits steht es für elektronisch, das heisst, es wird in einer Cloud geführt und ist durch das eben quasi zugänglich von allen möglichen Endnutzergeräten, also vom Smartphone, vom einem Tablet, übers Internet, von überall her, auch nicht mal beim eigenen Gerät dabei, kann man trotzdem darauf zugreifen. Die zweite Bedeutung vom E ist eigentlich Entwicklung. Wir sehen das als ein Entwicklungsportfolio, nämlich für die eigene, eigentlich fürs lebenslange Lernen, für die eigene Entwicklung. Eigentlich völlig unabhängig von einer bestimmten Ausbildung. Insofern ist für uns wirklich das Lernen und Reflexion ganz ein wichtiger Punkt. Es dient dazu, die eigenen Ideen festzuhalten. Dann ist Kreativität gefragt, das kritische Denken. Wir erkennen schon die 4K auch. Man kann es extrem gut brauchen, um auch analoge Sachen zu integrieren. Also für mich ist das E-Portfolio wunderbar, weil ich kann analoge Sachen, also von Hand geschriebene Sachen, Flipcharts aus dem Unterricht, Wandtafelbilder, aus Knet modellierte Sachen, einfach innen fotografieren und dann aber verbinden, eben zum Beispiel mit Links auf Webseiten oder mit YouTube-Filmli. Also die Verbindung von digital und analog scheint mir etwas sehr Wertvolles zu sein. Und dann natürlich die Suchfunktion, wo einfach die Tools uns zur Verfügung gestellt, die halt ganz wunderbar sind.
Was E-Portfolio auch hilft, ist eben, sich selber zu organisieren und das eigene Lernen und den eigenen Entwicklungsprozess, dass der nicht so zufällig auch verläuft, sondern dass man den eigentlich wirklich selber organisieren kann, dass man sich selber so kann, weiterentwickeln kann. Genau. Innerhalb vom E-Portfolio werden die einzelnen Seiten oder Notizen, die man macht, werden untereinander vernetzt. Also es gibt eine Vernetzung im E-Portfolio inne. Es ist so ein bisschen ähnlich wie ein neuronales Netz im Hirn, einfach so digital. Man rührt alles in einen grossen Topf hinein und findet es nachher eigentlich wieder, eben weil es untereinander verlinkt ist und weil man gescheite Schlagworte setzt. Und dann findet man das über die Suchmaschine. Es hat einen riesigen Vorteil, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch diverse Ordner daheim mit Papier von diversen Weiter- und Ausbildungen und ich brauche die Ressourcen einfach fast nie. Aber die Ressourcen, die ich in meinem E-Portfolio habe, die finde ich über die Suche, die tauchen immer wieder auf und werden so von mir immer wieder genützt und unterstützen mich so. Dann wäre es natürlich auch möglich, Anteile aus dem E-Portfolio zu präsentieren. Also das ist durchaus möglich, dass man quasi wie aus dem Entwicklungsportfolio raus auch könnte ein Präsentationsportfolio machen. Es ist angedacht, dass das zum Beispiel könnte für eine VA-Vertiefungsarbeit in diese Richtung gehen. Und natürlich kann man auch einzelne Produkte oder ja, Lernbelege, die man sammelt im E-Portfolio, könnte man natürlich jederzeit auch benoten. Das wäre natürlich auch möglich. So ein bisschen zusammengefasst, jetzt möchte ich mal das zeigen, kann man sagen, das E-Portfolio dient dazu, um Kompetenzen zu entwickeln, Ressourcen zu sammeln, die mich unterstützen, dass ich die Kompetenzen kann entwickeln kann und dass ich die kann auch einfach im Alltag wirklich einsetzen kann. Es kann auch dazu dienen, dass ich die Kompetenzen effektiv nachweisen kann. Also wenn jemand möchte wissen, ja, was kannst denn du wirklich, dann kann ich es im E-Portfolio zeigen. Und es dient dazu, den ganzen Entwicklungsprozess eben auch zu evaluieren und somit eigentlich auch am Laufen zu behalten. Das ist eben dann die Selbstorganisation, die quasi mit drin ist. Ja, jetzt möchte ich mal das Projektteam fragen. Habt ihr gerade jetzt da schon mal Ergänzungen? Also vielleicht ist es auch völlig banal, aber auch so technisch ist ja das E-Portfolio, zumindest jetzt bei uns, OneNote, also in dem Notizbuch. Das ist genau. So die erste Frage, die auftaucht ist, wo du mir das Projekt vorgestellt hast. Genau, in welchem Tool arbeiten wir? Genau, danke Manni. Ja, eigentlich könnten das verschiedenste Tools sein. Es kommt nicht so fest auf das einzelne Tool drauf an. Wir arbeiten im Moment jetzt mit dem OneNote, einfach weil das eben Teil vom M365 ist und weil das jetzt quasi die Lernenden und Studierenden und uns Mitarbeitenden auch, das finde ich eigentlich auch noch recht entscheidend, halt jetzt vom Kanton quasi gratis zur Verfügung steht. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir jetzt auf das Tool gegangen sind und nicht auf ein anderes. Genau. Ja, Anita, hast du so ein bisschen die Anliegen von den Leuten, die da sind, vor dir? Dann könnten wir mal schauen, auf was wir als nächstes eingehen wollen. Ja, ich habe mir Notizen gemacht, aber es dürfen natürlich die Teilnehmenden gerade selber auch sagen, was so drin ist. Ich habe einen schönen Einstieg gefunden, was du gesagt hast mit der Motivation und wo du erzählt hast, das eigene Portfolio, da geht's, oder den eigenen Lernprozess, es ist ja wirklich auf der Metaebene, oder? Es ist ja nicht nur bei den Lernenden, die sich strukturiert und einen eigenen Lernprozess machen, wir Lehrpersonen, die das parat machen wollen, sondern auch wir Lehrpersonen führen vielleicht, hoffentlich, ein Portfolio und können immer wieder sehen, wie unser Lernprozess aussieht. Und ich denke, wenn es uns gelingt, euch als Projektgruppe das Portfolio uns so zu zeigen, dass wir auch selber eins weiterführen oder überhaupt darauf einsteigen oder das, was wir schon haben, wieder mal anders anschauen, dann haben wir mehr als nur einen didaktischen Doppeldecker. Ich glaube, der wäre sogar drei- oder vierfach, wie es du uns ja selber noch kannst zeigen. Also ich finde es wirklich
ganz wichtig von der Motivation her, nicht nur die Lernenden sollen motiviert sein, ein Portfolio zu schreiben, zu machen, auch wir Lehrpersonen, dass wir das im Unterricht haben und noch besser unser eigenes. Also wenn du da vielleicht noch gerade einsteigen kannst und uns so ein bisschen den Honig durchs Mund ziehen. Ja, dann würde ich euch in dem Fall einfach gerade gerne mal eigentlich so das Produkt von unserem Projekt zeigen, nämlich das E-Portfolio Compendium. Also ich würde dann jetzt aus dem Prezi, wo ich jetzt gerade bin, mal dort anwechseln. Und zwar haben wir das, also das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, ich habe wahnsinnig tolle Unterstützung bekommen vom Roman, von unserer IT aus dem Zack, der eine Lösung gefunden hat, wie können wir ein OneNote machen, das quasi öffentlich sein kann. Also es war mir ein Anliegen gewesen, dass es eben auch zugänglich ist, auch von außerhalb von dem Content vom Sec 2 Zürich. Das ist gar nicht so einfach, weil Microsoft da auch eigentlich so Hürden erstellt. Aber das ist uns gelungen mit so einem öffentlichen Teams. Und das seht ihr jetzt hier auf dem Bildschirm. Es gibt das Teams E-Portfolio Compendium. Und ihr könnt eigentlich über den Link, den ich auch schon geteilt habe, quasi Mitglied werden von dem Teams E-Portfolio Compendium und könnt dann in dem allgemeinen Kanal, und das ist eigentlich so meine Idee, könnt man auch wirklich anfangen, dann in eine Kommunikation reinkommen von diesen Benutzern von dem E-Portfolio Compendium. Wir wollten einen pädagogischen Doppeldecker machen und darum auch eigentlich so quasi unser Ressourcenwerk so zur Verfügung stellen, dass das eben auch ein OneNote ist. Und das liegt jetzt eben da in dem Teams inne als Notizbuch für das öffentliche Teams, oder? Ich mache das jetzt einmal auf. Und jetzt ist das eigentlich ist das einfach ein OneNote. Und das ist jetzt da aber integriert in das Teams und es gibt von der Darstellung her so ein bisschen komische Darstellung. Zum Beispiel klappt es einem immer wieder die Abschnitte zu, sobald man etwas anschaut. Man kann die Ansicht aber, finde ich, sehr verbessern, indem man da oben auf die Pfeile geht und die Registerkarte erweitert. Das würde ich empfehlen, wenn man so auf dem Weg arbeiten möchte. Die Abschnitte, die wir im Compendium haben, die basieren eigentlich auf der Idee vom Kompetenz-Ressourcen-Modell. Und da möchte ich euch jetzt gerade mal etwas zeigen. Da bei der Grundlage. Genau. Und jetzt könnte man vielleicht Andreas Wort geben, weil das ist ja eigentlich so von dir, habe ich das übernommen. Ja, also das Interessante ist, du hast es schon ein bisschen angesprochen, in der Kompetenzorientierung oder wenn Menschen zum Beispiel in der beruflichen Grundbildung Kompetenzen entwickeln, dann vernetzen sich ja ganz verschiedenste Ressourcen, um eben in einer herausfordernden Situation handlungsfähig bleiben. Und da sieht man das ein bisschen. Also wir haben Ressourcen, die eben auf Kompetenzen hinweisen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kompetenz haben, dann tun sich ganz verschiedene Ressourcen eben verknüpfen, die auf diese Kompetenzen hinweisen. Und darum, einer der grossen Vorteile ist ja, dass man eben könnte beispielsweise mehrere Ressourcen mit einer Kompetenz vernetzen, beispielsweise über Hyperlinks. Oder eben, wir haben auch zum Teil Ressourcen, die auf mehrere Kompetenzen hinweisen. Und so entsteht eben eigentlich ein Netzwerk von Kompetenzen und Ressourcen. Zuerst haben wir noch den Lernprozess, das wäre das Tagebuch. Und heute würde ich das nicht mehr so darstellen, sondern in einem Dreieck. Weil im Prinzip auch aus dem Prozess, aus den Verbindungen entstehen, zum Beispiel auf Kompetenzen. Also das ist, ich glaube, etwa vor 7 oder so Jahren entstanden, die Visualisierung. Heute würde ich die im Dreieck darstellen, Kompetenzen, Ressourcen und Prozess. Vielleicht noch als Letztes, in meiner Praxis ist es extrem wertvoll gewesen, dass ich Prozessebene von den Ressourcen und von der Kompetenz auch probiert zu trennen. Also das wäre jetzt das Lernjournal und auch wieder Vernetzungen herzustellen, weil auf der Prozessebene habe ich am besten Rückmeldungen geben.
Das war für mich manchmal aufwendig gewesen, genau jetzt eine Ressource ganz genau anzuschauen. Aber wenn ich auf der Ebene vom Prozess eine Rückmeldung geben konnte, ist das für mich einfacher gewesen. Das war eigentlich der Grund gewesen, warum das dann plötzlich die Prozesse eben in das Lernjournal, eben die Reflexion und die kontinuierliche Dokumentation dort noch dazugekommen ist. So, das ist so der Moment. Die Struktur hat sich recht bewährt im Sinn von, dass es eben auch eine Verbindung zulässt zum Lehrplan, also zu den kompetenzorientierten Lehrplänen, zu den Bildungsverordnungen, die jetzt da kommen, zum Beispiel auch im kaufmännischen Bereich etc. Und da haben wir eigentlich auf der Kompetenz eben die Chance, den Bildungsplan zu verknüpfen und eben nachher mit den Ressourcen und dem Prozess wirklich zu individualisieren. Genau. Also das könnte man, wenn ihr möchtet, einen Praxiseinblick haben, wie so ein Kompendium von einem Lernenden könnte aussehen. Wäre das gut? Mhm. Jetzt gehe ich da mal in unserem E-Portfolio Kompendium, haben wir jetzt auch die Abschnitte Kompetenzen, Ressourcen und Prozess. Und dann haben wir noch einen vierten Abschnitt, einen Haufen. Da kommt alles rein, wo wir im Moment gerade noch nicht wissen, wo es sonst dazugehört. Aber damit man nicht lange warten muss, damit man einfach alles sammelt, gibt es den noch. Jetzt im Abschnitt Kompetenz, auch hier im E-Portfolio Kompendium, sind eigentlich eine Art wie so die Inhaltsverzeichnisse. Und wir haben jetzt hier eins gemacht, das heisst das E-Portfolio für die eigene Entwicklung nutzen. Das ist eigentlich mit allen Leuten, also mit meinen Lernenden, wo ich jetzt anfange, mit E-Portfolio zu arbeiten, ist das eigentlich die erste Kompetenz, die eigentlich eine Art alle erstellen. Weil ich glaube, wenn man für sich selber herausgefunden hat, wie man das E-Portfolio für die eigene Entwicklung kann nutzen kann, wenn man das hat, dann macht man es auch, weil dann ergibt es Sinn. Also darum wäre das wie so der erste Entwicklungsprozess. Und dann sehen wir da unten verlinkt eben schon Ressourcen zu dem Thema. Und die liegen dann eben entweder in Ressourcen oder in Prozess abgeleitet. Und jetzt, was ich eigentlich will euch zeigen, im Abschnitt E-Portfolio einführen, haben wir jetzt Ressourcen verlinkt, die eben dazu sollen dienen, wenn wir ein E-Portfolio einführen. Und da hat der Regi die geniale Idee gehabt, also ein Beispiel-Kompendium zu machen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Genau. Das öffnet sich, merke ich jetzt gerade, über den Browser. Das heisst, Ansicht sieht dabei ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das geht trotzdem. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das wäre jetzt ein E-Portfolio von einer Lernenden, wo im Moment in der VG ist, wo darum also Berufskunde hat und wo Abo hat. Und jetzt das, was du vorher gesagt hast, Andreas, jetzt haben wir die VG EFZ Handlungskompetenzen, haben sich jetzt die Lernenden alle in ihr E-Portfolio reinkopiert. Und zwar einerseits die Übersicht, wo jetzt die Leute, die VG unterrichten, schon kennen. Und andererseits haben wir es dann unten dran einfach als Liste. Und die Lernenden können sich jetzt da drin im Verlauf der Zeit eben ihre Ressourcen oder ihre Lernbelege vernetzen. Also jetzt zum Beispiel unsere Lernende Samira Muster hat jetzt da zum Beispiel Ressourcen abgeleitet, oder? Verlinkt. Und liegen tut die in Ressourcen, oder? Da hat sie diverse Ressourcen, unter anderem eben die Anatomie, Physiologie, Bewegungsapparat. Und da hat sie jetzt ihr Lernprodukt reingelegt. Sie hat da offensichtlich aus dem Lehrmittel Sachen rauskopiert, da aufgeklebt, analog auf Papier, dann von Hand dazugeschrieben. Nachher weiter unten nimmt sie Ressourcen, die sie zur Verfügung übergestellt bekommen hat vom ZAK. Dann hat sie etwas aus dem Internet, wo sie interessiert hat. Also sie verbindet schon ganz wunderbar analog und digital, oder? Dann hat sie diese Kompetenzen, aber auch die Abulankarte. Die hat übrigens der Christian, der leider heute nicht kann dabei sein, entwickelt. Mit halt den Inhalten, die in Abu vorkommen. Auch da nach erstes Lehrjahr, erstes, zweites Semester. Und auch da kann nachher, können die Lernenden nachher wieder ihre Kompetenzen vernetzen, oder? Also zum Beispiel da hat die Lernende dann das vernetzt, liegt wieder in den Ressourcen, was sie da zu dem Thema erstellt hat.
Im Prozess innen finden dann Reflexionen statt. Ich sehe gerade, da haben wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drin. Aber zum Beispiel haben wir da Reflexion zur Probe VA, also Reflexion zu ABU, wo dann da abgelegt worden ist von dieser Lernenden. Oder meine Lernenden haben jetzt auch ihre Lerngespräche da abgelegt. Die von meinem Team kennen das. Sie haben da ihre Ziele auch erstellt. Und dann aus dem heraus ist dann natürlich wieder eine neue Kompetenz entstanden. Also die Lernende, die zum Beispiel findet, sie will an ihrem Selbstvertrauen und ihrer Zuversicht arbeiten und erstellt jetzt eine Kompetenz und die fängt typischerweise an, wo haben wir es da, mit «Ich kann», oder? Also sie sagt jetzt, ihr Ziel ist, ich kann ohne Angst im Leben stehen und mit Selbstvertrauen Arbeiten leisten. Ich kann zu mir stehen und zufrieden sein, was ich geleistet habe und darauf stolz sein. An dem möchte sie jetzt im nächsten Lehrjahr und wahrscheinlich noch den Rest von ihrem Leben schaffen, oder? Und wenn sie jetzt da Sachen entwickelt, dann wird sie das da verlinken. Also zum Beispiel haben wir auch eine Einschätzung gemacht von der überfachlichen Kompetenz und das geht jetzt gerade nicht. Okay, im Normalfall geht das, aber ich komme hier so drauf. Ja, genau. Darf ich schnell unterbrechen? Ich sehe, dass Salome das Handy, Robert. Salome, sag doch gerade, was du für eine Frage hast. Ja, also wenn das okay ist, ich weiß nicht, genau. Mache sehr gerne. Also ich sehe die drei Unterteilungen, Kompetenzen, Ressourcen, Prozesse. Ich habe mir sehr bekannt vor. Jetzt frage ich mich bei den Lernenden, Prozess meinen eben, wie entwickle ich mich bezüglich eigenem Lern- und Arbeitsverhalten, aber ja auch teils in den Kompetenzen vom Fach. Und jetzt sind die aber so unterteilt. Also wie schaffen ihr es, dass da dann wieder die Vernetzung zusammen ist? Zum Beispiel zur HK, B1, Körperpflege, habe ich die Prozess gemacht, dass ich jetzt weiss, dass ich auf das und das schaue? Oder geht es dort wirklich um die Prozesse, eben Lern- und Arbeitsverhalten? So wie wir, oder? Ja. Soll ich? Ich will das nicht trennen. Aha. Ich kann mir total gut vorstellen, dass, also das machen wir auch, dass man natürlich auch Seiten untereinander verlinkt. Also man tut die nicht nur verlinken in die Kompetenzen rein, quasi in das Inhaltsverzeichnis, sondern eigentlich alle Notizen, alle Seiten, die miteinander zu tun haben, sind auch untereinander verlinkt. Und ich achte dort immer darum, dass ich sie immer vice versa verlinke. Also egal, wo ich ins Netzwerk einsteige, kann ich mich anfangen zu bewegen. Für mich hat es wie so eine Analogie zu Wikipedia. Dort hast du auch immer wieder Links auf neue Seiten. Du hast keine Übersicht, wie das Ding aussieht, weil du kennst die Struktur dahinter nicht, sondern du übersuchst, steigst irgendwo ein und dann kommst du immer weiter. Und das soll eigentlich mit der Zeit im E-Portfolio auch so sein. Das heisst, wenn jetzt die Lernenden zum Beispiel an einer Fachkompetenz, sagen wir Körperpflege, arbeiten, und dazu eine Reflexion macht, dann kann sie die Reflexion im Abschnitt Prozess machen, aber natürlich die beiden Seiten untereinander verlinken und dann auch beides in der Kompetenz B3 Körperpflege verlinken. Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht? Klappt das so technisch? Technisch ist es kein Problem. Okay. Ja. Also mit Ihnen, mit den Lernenden so, dass sie dranbleiben mit Verlinken und so? Das ist ein Lernprozess. Da hat es solche, die machen das perfekt. Also ich bin ja jetzt Ende vom ersten Lehrjahr, wo wir jetzt so angefangen haben miteinander. Und die einen machen das super, da hat es auch schon ganz, ganz viel drin in diesen E-Portfolios. Und bei anderen sind die nach wie vor praktisch leer. Also das heisst, ich tue das anregen immer wieder. Also zum Beispiel nächste Woche haben wir so Zeit für Vertiefung und Vernetzung. Und da mache ich sicher 2-3 Lektionen Portfolioarbeit, wo wir das einfach immer wieder anschauen. Super, danke. Ich würde auch gerne noch kurz was zu sagen. Also ich erlebe das auch eigentlich als die größte Herausforderung im Unterricht, dass die Lernenden die E-Portfolio-Arbeit eben nicht für mich machen, sondern weil sie da einen Sinn hinter erkennen. Und das ist eben wirklich so, wie Udo gerade gesagt hat, das ist einfach ein Prozess. Und ich weiß nicht, ob man da jemals irgendwie am Ziel ist, bei einzelnen Lernenden vielleicht schon. Aber das ist wirklich, also jetzt für mich auch im Unterricht die größte Herausforderung.
wo ich jetzt auch immer wieder dran bin, immer noch dran bin. Andreas, wie hast denn du das bei Erwachsenen erlebt, also zum Beispiel bei den Studierenden an der PH Zürich? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr ich mich um mein eigenes Portfolio gekümmert habe, desto grösser ist die Chance gewesen, dass das die Studierenden angeregt hat, auch ihr Portfolio entsprechend anfangen zu entwickeln. Und ich weiss nicht, die das ein bisschen gekannt haben, wir haben mit der Zeit eine Art wie kontinuierlich auch in den Pausen und so immer ein bisschen über das Portfolio geredet. Also da haben wir irgendetwas geredet oder haben irgendetwas herausgefunden und dann haben gesagt, komm, jetzt gehen wir und hauen sein Portfolio ein. Und haben vielleicht dann auch noch gesagt, komm, was schreiben wir dann im Prozess oder was haben wir jetzt eigentlich erlebt? Also eigentlich wie kontinuierliches Lernen auch zum Thema machen und immer darüber reden. Das machen wir jetzt auch im Unternehmen die ganze Zeit. Weil wir einfach wissen, dass das hilft, dass man dann auch bewusst eben den Prozess gestaltet. Und ich habe auch gemerkt, wo ich noch selber nicht so für mich herausgefunden habe, was denn das Portfolio überhaupt soll, habe ich es manchmal auch ein bisschen weniger gut können anregen. Oder habe ich noch mehr Geduld gebraucht, sagen wir es mal so. Und eben, bei den Erwachsenen kann es locker 2 Jahre gehen, bis es losgeht. Aber es ist völlig egal, weil es ist eigentlich, also aus meiner Sicht kann ich das natürlich jetzt schon sagen, es ist eigentlich gleich, wenn es erst am Schluss von der Lehre klappt. Weil dann kann man es nachher mindestens nutzen, für den Lernprozess weiterzugestalten, also zum Beispiel auch nach der Ausbildung. Also das heisst, ich würde beliebig lang geduldig sein. Markus Oeninger, Entschuldigung, habe ich gerade gesehen, fragt, wie dann die Lernenden können das E-Portfolio mitnehmen nach der Lehre. Ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben mega darüber diskutiert, wo das dann das E-Portfolio von der Lernenden soll entstehen. Und wir haben ja jetzt mit den, also das ZAG stellt uns Teams zur Verfügung pro VG-Klasse. Und dort drinnen ist ja das sehr hierarchisch strukturiert, also der Lehrer ist der Chef, oder? Und dort hat es ja Abschnitte dann für jeden Lernenden. Das ist einfach schon vorgegeben. Und es wäre sehr gut möglich, dass man dort innen dann die 3 Abschnitte Kompetenzen, Ressourcen, Prozess würde machen. Ich bin gar nicht für das. Weil die Lernenden dort nicht können selber entscheiden, wem sie Einblick in ihr E-Portfolio geben. Also sie sind eine Art wie nicht Besitzer von dem E-Portfolio, sondern der Besitzer ist irgendwie immer die Lehrperson. Und unsere Idee ist jetzt eigentlich darum, dass sie das E-Portfolio in ihrem persönlichen M365-Account machen. Und dann kommen sie jetzt in den 3 Jahren, wo sie bei uns sind, halt zahlt über vom Kanton. Also sie haben gratis zur Verfügung in den 3 Jahren. Aber es läuft persönlich auf ihre persönliche E-Mail-Adresse. Klar, das ist Zack-E-Mail-Adresse. Aber von dort her ist es eigentlich eine Kleinigkeit, das dann nach diesen 3 Jahren einfach in einen privaten Account überzunehmen und weiterzuführen. Und meine Vision wäre natürlich, also ich habe jetzt ganz viele Fragen, die sind bei mir und nachher arbeiten sie vielleicht 1 Jahr oder 2 oder vielleicht gehen sie auch nahtlos nachher in die HF-Ausbildung Pflege und kommen sehr gerne wieder zurück als Zack, oder? Und es wäre natürlich genial, wenn sie dann wirklich könnten mit dem gleichen E-Portfolio weiterarbeiten. Weil zum Teil kommen ja die gleichen Themen wieder, was weiss ich, Sturzprophylaxe oder so etwas. Und es wäre natürlich genial, wenn Sie dann einfach in der HF könnten die schon bestehenden Notizen weiter anreichern. Das ist die Vision. Ich habe gerade eine Verständnisfrage. Du hast im Chat geschrieben, du unterscheidest gerne zwischen E-Portfolio und Personal Learning Environment. Kannst du das noch schnell dann ausdividieren? Was ist denn ein Personal Learning Environment, wenn das E-Portfolio das nicht ist? Also für mich ist E-Portfolio eigentlich der Kern von der Personal Learning Environment. Und das könnte jetzt tatsächlich das OneNote sein. Und wenn jetzt zum Beispiel die Lernenden Ressourcen entwickeln, ich sage jetzt mal ein Lernvideo, oder so, dann nachher tue ich das ja nicht gescheiterweise im OneNote abspeichern, weil es einfach nicht das geeignete Medium ist.
Das heisst, ich habe vielleicht meinen YouTube-Kanal, wo ich dann das Erklärvideo ablecken und auch kontextualisieren, beispielsweise mit dem Titel und dem Abstract. Und nachher ist OneNote drin, also im Kern von meiner PLE, ins E-Portfolio innen vernetzen. Das heisst, wenn ich jetzt, oder wenn ich jetzt zum Beispiel das Präsi habe, wo jetzt der Ule gezeigt hat, dann ist das nicht im OneNote, dann ist das auch dumm, wenn ich das ins OneNote integriere, weil ich es ja nachher dort vielleicht nur als PDF und kann es nicht so schön zeigen. Das heisst, ich vernetze es ins OneNote und schaue dann, dass ich sehr schnell wieder auf einem anderen digitalen Dienst kann landen kann. Und ich habe halt unglaublich Freude heute immer noch, dass die digitalen Medien uns erlauben, die kreativen Lernprodukte zu entwickeln. Wir haben vorher die Grafik gesehen mit diesen Strukturen, und die kreativen Lernprodukte können Ressourcen sein, wo man dann eben tatsächlich zeigen kann, was man kann, wenn man jetzt irgendein Mindmap oder eben ein Conceptmap zusammengestellt hat. Und dann tut man das nicht unbedingt im OneNote machen vielleicht, sondern auf dem Dienst, wo das gut kann. Und inzwischen, zum Beispiel mein Portfolio besteht aus verschiedenen Diensten im Kern. Also im Moment kommt Notion wie verrückt. Das ist auch so ein Dienst, der jetzt einfach sensationell, auch kollaborativ das kann, was OneNote und Evernote können. Und dann statt aufgeben und sagen, ja nein, jetzt muss ich einfach auf das OneNote oder auf das Evernote setzen, kann man eigentlich wie sich im Hirn vorstellen. Man geht einfach auf ein nächstes Werkzeug und verknüpft die nachher wieder untereinander, so dass eben dann das neuronale Netz entsteht. Also ich sehe Personal Learning Environment, das sind vielleicht 50 digitale Dienste, wo für mich ein helfen zu lernen, zu gestalten. Und sein Portfolio vernetzt das. Ich bin froh, was du gesagt hast, weil es gibt berechtigte und auch immer wieder gehörte Kritik, zum Beispiel ja immer der Computer und so. Dass man da einfach auseinanderhält, egal welches Tool das ist, selbstverständlich darf es ein Papier sein. Es ist einfach wahnsinnig hilfreich, wenn man es dann halt kann digital ablegen, speichern und mit anderen, so wie du schön gesagt hast, kollaborativ nutzen. Und das kann ich vielleicht auch mit dem Papier, ein bisschen beschränkter, mit den digitalen Medien einfach mehr. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man den Kritikpunkt aufnimmt, dass man sich da nicht verschließt und sagt, ja, nein, schon wieder vor dem Kompi, sondern das eine tun und das andere nicht lassen. Also, oder wie hat der Woodley so schön gesagt, mehr ermöglichen statt verhindern. Er hat es ein bisschen anders gesagt, aber um das geht es, oder? Und dann ist es auch eigentlich egal, welches Tool das ist. In diesem Projekt ist es jetzt halt MS365 und OneNote. Wir machen es exemplarisch an dem. Aber selbstverständlich kann man das auch mit einem anderen Tool machen. Ich könnte ein paar Beispiele zeigen von so wunderbaren analogen Sachen, die man eigentlich sonst fast nicht kann aufbewahren kann. Und zwar gehe ich gerne wieder ins E-Portfolio Compendium zurück. Weil da kann ich euch nämlich auch noch ein bisschen zeigen, was wir euch in dem Kompendium für Ressourcen zur Verfügung stellen. Oder? Zum Beispiel, muss ich gerade schnell schauen, wo wir es haben. Das ist echt bei Arbeit begleiten. Genau. Das ist eine Liste von kreativen Lernprodukten, Ideen und Beispielen, wo ich dann auch den Lernenden zur Verfügung stelle, um sich zu orientieren. Also das ist dann integriert in Lernaufträge, die sie zum Beispiel bekommen haben von uns. Können wir sonst nachher auch gerade noch zeigen. Das ist nämlich wie eine zweite Ebene von dieser ganzen Geschichte. Aber da drin möchte ich euch zwei Sachen zeigen. Das hier ist ein Lernbild von einer Lernenden von mir noch aus einer 16er Klasse, wo sie dann in ihrem E-Portfolio als Lernbeleg, als Lernprodukt gesammelt hat zum Thema Bulimie, wo ich einfach ganz wunderbar finde und wo ich dann immer auch wieder als Good Practice Beispiel meine neueren Lernenden zeige. Also das ist übrigens auch eine Variante, wie ich immer wieder versuche, die E-Portfolio-Arbeit anzuzeigen, indem ich immer wieder einfach Good Practice Beispiel zeige. Und dann, die finde ich besonders cool. Aha, das ist noch ein Hinweis darauf, warum man eben so kleine Erinnerungsanker-Skizzen sollte machen. Da jemand anders, der einfach Zusammenfassungen noch mit Bildchen und so Erinnerungsanker versehen hat, da zum Beispiel die Lippenbremse gemalt hat. Alles analog und nachher einfach reingefötelt, oder? Aber eben die, auf die habe ich eigentlich rauswählen. Da hatte ich eine Lernende, die gefunden hat, sie müsse das Zeug anlangen können, damit sie es begreifen kann.
Und dann hat sie Knet genommen und hat da den Magen-Darm-Trakt geknetet und hat es dann noch, so wie früher, ganz analog, einfach mit Post-it-Zetteln beschriftet. Unten dran liegt es auf einer Klarsicht-Mäppchen, dort hat sie dann auch noch drauf geschrieben und hat das so ins E-Portfolio reingeladen. Und ich meine, sonst könnte man das ja wie nicht aufbewahren, oder? Eine andere Lernende hat das dann natürlich aufgegriffen, hat später im Unterricht zur Atmung und zu Atemwegserkrankungen, ebenfalls mit Knet, die habe ich dann damals mitgebracht, mal zuerst eine gesunde Lunge quasi geknetet und dann eben die Lungenentzündung quasi da dargestellt, wie das aussieht. Und sie hat jetzt wirklich analog und digital so genial verbunden, weil sie hat das dann mit dem Handy fotografiert im Schulzimmer und hat es dann auf einer Bildbearbeitungs-App im Handy beschriftet, ins E-Portfolio reingeladen, gesagt, Herr Hoffmann, schauen Sie mal, ich habe das angeschaut und habe dann da bei den Beschreibungen hat sich ein Fehler eingeschlichen gehabt. Dann habe ich sie darauf hingewiesen und das nächste Mal, als ich angeschaut habe, hat sie den Text schon korrigiert gehabt. Also durch das sie es digital bearbeitet hat, nachher im weiteren Verlauf, hat sie dann sogar das noch wieder können verbessern. Finde ich einfach der Hammer. Oder da habe ich noch eine Lernende, die auf doch sehr kreative Art ein Erklärvideo gemacht hat. Man sieht, sie hat da ein Lehrbuch genommen, vorne dran ihren Laptop angestellt, dann hat sie geschwätzt dazu. Und hat dann das Ganze, ich glaube, mit dem Handy gefilmt und ihrem E-Portfolio abgelegt. Also das sind eigentlich so die Verbindungen von analog und digital, die man eigentlich ganz, ganz oft sehen. Und ich glaube, Laura, gell, du hast doch das auch gesagt, dass ganz viele von deinen Lernenden eigentlich analog arbeiten. Also eigentlich fast ausschließlich nur. Also das Lehrmittel ist nach wie vor zentral, und zwar das Papierlehrmittel, in dem sie markieren, in dem sie Randspaltnotizen machen, in dem sie nachher Zusammenfassungen erstellen. Ich gebe auch nach wie vor noch Papierblätter ab, weil ich selber auch so ein Typ bin. Ich brauche da noch irgendwie was in der Hand. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ja, genau, Andreas. Also ich möchte ja nicht irgendwie jetzt eben das Gefühl vermitteln, dass dann einfach der Unterricht vom PC stattfindet. Das ist überhaupt nicht so. Außer die, die das wollen. Also ich habe jetzt in meiner Klasse zwei, drei, die wirklich jetzt ihr Convertible haben und die jetzt wirklich mit dem E-Lehrmittel arbeiten und dort dann das verlinken und so. Also es ist ja beides möglich. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich mein persönliches Ding wirklich mit dem World Wide Web kann vernetzen. Das finde ich das Geniale. Und wie der Andreas vorher gesagt hat, eben somit eigentlich alle Tools, die da außen sind in dieser Welt, einfach nutzen kann. Ich sehe jetzt auch, es poppen immer wieder die Fenster auf. Ist genial, was jetzt schon für eine Vernetzung abgeht. Und ich glaube, wir werden uns extrem können gegenseitig unterstützen. Jetzt dann. Genau. Ich habe mich mit der Laura vorbesprochen und jetzt haben wir noch knapp eine Viertelstunde. Und ich glaube, was wir herausgefunden haben in dem Jahr, wo wir jetzt arbeiten, in dem Projekt, ist, es gibt wie zwei Ebenen. Die eine Ebene ist wirklich das E-Portfolio von der einzelnen Person. Das haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, vorgestellt. Und das E-Portfolio kann jeder von euch jederzeit sofort starten, wenn ihr nicht schon eins habt, und einfach nutzen. Und auch jeder Lernende kann das nutzen, völlig egal, ob die Lehrperson auf das eingeht oder nicht. In einer Vorlesung, an einer Weiterbildung, einfach überall, jeder für sich. Und das Zweite ist natürlich, dass wenn wir jetzt als Lehrpersonen mit unseren Klassen, mit E-Portfolios arbeiten wollen, dann fangen wir das an, in unseren Unterricht zu integrieren, also in unsere Unterrichtsmaterialien, die wir für die Lernenden zur Verfügung stellen. Und das ist wirklich nochmal völlig eine zweite Ebene, die ich finde, die natürlich total zusammengehört und sich ineinander vernetzt, aber wo man grundsätzlich auch getrennt anschauen kann. Es ist wie nicht eine Bedingung, finde ich, dass man nachher die Unterrichtsgestaltung auch so macht. Aber wenn ihr möchtet, könnt man dort einfach auch noch einen Einblick geben in die Praxis, wie wir das so gemacht haben bis jetzt. Wäre das interessant? Okay. Die Sachen, die wir... Jule, ja? Kannst du das vielleicht gerade verknüpfen mit einer Perle, die gewünscht worden ist? Ja, Moment. okay, ich gehe wieder zurück ins E-Portfolio Compendium. Weil wir haben im ganzen Projekt auch so ein 21st Century Mindset. Also alles, was wir machen, tun wir einfach mit der Welt teilen.
Darum findet ihr auch da drin die VGEFZ-Handlungskompetenzen und die Abulant-Karte. Das heisst, wenn jetzt Lehrpersonen, ABU, BK, VG, am Zack starten, dann könnt ihr die Ressourcen, die wir entwickelt haben in diesem Jahr, könnt ihr dann auch nutzen, zu euch kopieren und entsprechend euren Bedürfnissen dann auch anpassen. Und jetzt schaue ich gerade mal schnell, was ich euch da zeigen könnte. Ja, vielleicht das. Ich bin nicht ganz sicher. Jetzt ist er irgendwie, glaube ich, gerade ein bisschen verklemmt. Ah, jetzt kommt es. Es hat jetzt eine Variante gegeben, dass man sich das auch auf Papier ausdrucken kann. Das ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist das im Fernunterricht gewesen. Und die Lernenden haben das aber bekommen und dann zu sich kopiert. Aber jetzt merke ich gerade, ich möchte gerne etwas anderes zeigen. Moment schnell, jetzt muss ich schnell wechseln. Wieder in das Präsentationsportfolio. Da kann ich es besser zeigen, Entschuldigung. Genau. Ich habe den Lernauftrag im Klassennotizbuch erstellt und zuoberst steht dann, die Lernenden sollen sich das in ihr eigenes E-Portfolio reinkopieren. Meine Jasmin Muster hat das tatsächlich gemacht und hat nachher da gearbeitet, oder? Und da sieht man ein wunderbares Problem, das OneNote immer wieder produziert, dass es zum Teil einfach Sachen, die man reinlegt, nicht abbildet. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Vor allem, manchmal ist es da und manchmal ist es dann plötzlich nicht da und man versteht nicht, warum das so ist. Aber wir leben damit. Das startet jetzt zum Beispiel damit, dass die Lernenden eigene Lernfragen formulieren. Dann haben sie dort Ressourcen zur Verfügung. Und da sind jetzt zum Beispiel Ressourcen auch im Klassennotizbuch zur Verfügung gestellt, wo sie noch darauf zurückgreifen können. Das zeige ich dann nachher. Nachher kommt der Auftrag. Da steht jetzt, Sie sollen bearbeiten die entsprechende Seite im Lehrmittel lesen. Und jetzt hat es im Klassennotizbuch eben eine Notiz, lesen Sie bearbeitend. Ach, du bist ein Schatz. Okay. Wo Sie dann darauf verlinkt werden. Oder eben am Schluss erstellen Sie für sich eine Visualisierung, Zusammenfassung über das Thema und haben dann da, und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, auch nicht, ein Link auf die Seite, die ich euch vorher gezeigt habe. Also das heisst, ich habe im Klassennotizbuch quasi Seiten mit Hintergrundinformationen. Es könnte zum Beispiel für schriftliche Arbeit könnte das irgendwie Zitierhinweise sein oder also alles Mögliche oder eben auch so Lerntipps. Und die kann ich jetzt direkt in meine Aufträge rein kopieren und die Lernenden haben dann die Links auch direkt, oder? Nachher haben sie sich zum Beispiel ein Glossar erstellt, also wir haben da mal ein Glossar vorgegeben und die Lernende hat jetzt da selber vorzu das für sich ausgefüllt und weiterentwickelt, oder? Nachher sehen wir, sind verschiedene Arbeitstage eingeteilt gewesen und dann hat es da eine Beschreibung, rechts, welche Lehrmittelseiten sind da als Ressourcen, mit wem arbeite ich zusammen und eben möglicherweise auch Arbeitsblätter, die man dazu noch bearbeiten kann. Und dann manchmal hat es auch Lernfragen drin gehabt und meine Lernende hat jetzt da einfach direkt reingeschrieben. Also das in Rot ist jetzt von der Lernenden. Und was sie jetzt gemacht hat, ist, sie hat dann einfach so zuoberst eben ihre Visualisierung, Zusammenfassung, hat sie dann da rein verlinkt. Genau. So. Also, das wäre jetzt wie eine Ebene, wie das die Lernenden eben schaffen könnten. Aber jetzt würde ich mal schauen, ob ich euch noch so Ressourcen zeigen kann, die ich den Lernenden zur Verfügung stelle. Vielleicht da. Ihr seht, wir machen auch immer so Schlagworte rein.
Das Problem ist, dass OneNote im Gegensatz zu Evernote bis jetzt noch kein Schlagwort als solches kennt. Darum machen wir es einfach von Hand. Und das sind du kannst noch Stichwort suchen. Das ist gar nicht so tragisch, wenn du kein Schlagwort hast. Genau, das Problem ist, wenn Sie zum Beispiel einfach ein Word-Dokument reinladen und kaum etwas Gescheites dazu schreiben, kaum einen gescheiten Titel oder sonst etwas, dann findest du es eben über die Schlagwortsuche nicht so gut. Und wir glauben eben auch, dass beim Beschlagworten auch nochmal ein Lernprozess stattfindet, weil du nämlich wirklich auf Einzelwort zusammen dir überlegst, um was geht es wirklich in dieser, auf dieser Seite. Aber ja, vielleicht haben sie es darum nicht mehr, weil sie finden, das braucht es gar nicht. Ich finde es etwas Hilfreiches. Das sind jetzt zum Beispiel aus dem Unterricht Flipcharts, die ich da zur Verfügung gestellt habe. Das machen wir zum Teil auch kollaborativ, also dass jemand von der Klasse, der das Ämtli hat, dann zum Beispiel auch das Ämtli hat, die Flipcharts abzufotografieren und in den Ressourcen im Klassennotizbuch abzulegen. Dann sind es Arbeits- oder Lösungsblätter, dann ist der Link zum Beispiel auf ein Prezi zum Thema. Dann hat es Fernsehsendungen zum Thema, da arbeiten wir sehr gerne mit Nano-TV. Fotos, Bilder zum Thema. Einfach alles zusätzliche Ressourcen, die wir glauben, könnten den Lernprozess unterstützen. Und dann dazu einfach noch weitere vernetzte Seiten. Genau. Jetzt kommt noch eine interessante Frage von Föber, würde ich gerne mal beantworten. Föber fragt nämlich schon die ganze Zeit so, ja, wie machen die das? Jetzt die letzte Frage war eben, wie lernen die überhaupt mit diesen ganzen Tools umzugehen? Ja, wie kriege ich da einen Link rein? Wie kann ich einen Link generieren im Netz und in mein E-Portfolio transferieren? Wie mache ich das mit den Bildern und so weiter? Und das ist natürlich immer die spannende Frage dahinter. Und da, das finde ich so spannend bei der ganzen Sache, dass wir natürlich nebenbei letztlich ganz, ganz viele Skills noch vermitteln und Kompetenzen, überfachliche, die sie vielleicht sonst gar nicht unbedingt nutzen würden und auch nicht erlernen würden, die sie so aber erlernen können, weil sie die irgendwann mal brauchen. Ich meine, wenn wir in die Zukunft gucken, dann brauchen wir einfach diese digitalen Skills auch. Und das können wir so mehr oder weniger auch ein Stück weit nebenbei machen, indem wir es ihnen eben vormachen. Vormachen, vorzeigen, sagen, was geht. Also das ist was, was ich ja nicht aus der FAG kenne, also aus der Grundbildung, sondern was sich durchzieht bis in die HF, wo wir auch ganz viel damit schaffen, zu sagen, wie gehen bestimmte Sachen. Und wenn sie sofort in die Anwendung gehen, die Lernenden, dann fällt ihnen das sehr viel leichter. Also das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Und das kann man mit diesem E-Portfolio ganz gut üben, immer nebenbei. Und ich lerne dort extrem viel von den Lernenden. Der Punkt ist ja, alle kommen mit unterschiedlichen Endnutzergeräten. Also mit dem Handy und dann mit verschiedenen Laptops und Tablets. Und dann stellen wir fest, dass die jeweiligen Programme, also OneNote, ist einfach auf einem iPad anders wie auf einem iPhone und nochmal anders auf einem MacBook Pro. Und dann ist es nochmal anders, wenn ich einen Windows-PC habe, oder? Und ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich das alles kann und weiss und so. Sondern wenn ich einen Lernenden habe, der sagt, ja, Gott, jetzt sagen Sie, Herr Hoffmann, ich soll die Links machen, ich weiß gar nicht wie, dann frage ich immer zuerst, ja, was haben Sie denn für ein Gerät? An was hocken Sie gerade? Mit was arbeiten Sie gerade, oder? Und dann, wenn ich es dann nicht weiss, dann rufe ich einmal in die Klasse raus. Wer hat auch so ein Gerät? Wissen Sie, wie das geht? Und fast immer ist es so, dass es jemand schon kann. Also, und dann versuche ich, die wieder untereinander zu vernetzen und sage, okay, ihr seid die mit dem MacBook Pro, ihr seid jetzt in dem Fall ein Coping-Grüppli, jetzt einfach für den Zweck, okay, wie nutzt man jetzt das E-Portfolio auf dem MacBook Pro, oder? Genau. Und so ist es natürlich dadurch, dass wir dann auch total viel lernen. Ich glaube, wir Lehrpersonen gehen immer so ein bisschen ran, boah, ich muss jetzt hier der Übercrack sein und muss das alles können und so ist es nicht. Also ich lerne auch extrem viel von meinen Studierenden und also viele Sachen, die ich heute kann, die habe ich von denen gelernt. Und ich gehe heute sehr viel entspannter dran, weil wenn man irgendwas mal nicht weiß, ist doch auch nicht so schlimm, dann guckt man irgendwo nach oder guckt, ob es jemand weiß oder ob wir jemanden kennen, der es wissen könnte. Und das ist das Spannende dabei, weil dann entwickelt sich irgendwas.
Und die Lernenden können sehen, wie wir damit umgehen, wenn wir Sachen nicht können, ja, und was wir unternehmen, um das zu lernen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll. Jetzt, du hast vorher nach Perlen gefragt, Anita. Und jetzt muss ich nämlich nochmal zurück ins Prezi, weil dort habe ich ein paar Stichworte gemacht. Ja, also ich möchte nochmal schnell auch wiederholen, was im Chat drin ist. Und was ihr jetzt auch miteinander diskutiert habt, also was man hört und was man liest, ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Es passiert so viel, wenn wir ein Portfolio schreiben, die 4 Ks, der Austausch, der stattfindet, sei es über den Lerninhalt oder über wie Lerninhalt festhalten und Prozess beschreiben im Portfolio, dass das miteinander geht. Und das ist ein Tun und ein Summen und ein Machen, wo wirklich alle miteinander machen, die Lehrpersonen mit den Lernenden. Ich habe das vorher nie so erlebt, wie wenn man Aufgabe nach Aufgabe nach Aufgabe gemacht hat, wie wenn man jetzt mit dem Portfolio zusammenarbeiten tut. Und das machen wir jetzt, nicht in der Zukunft. Ich schaue jetzt wirklich nochmal hier auf die Perle. Ja, genau. Will jemand vom Projektteam etwas dazu sagen? Ich habe jetzt schon so viel geredet. Wir sind so ein Sprecher, Hüller. Also, was mir einfach als Perle in den Sinn kommt, das ist. Also, ich muss es vielleicht so sagen. Wenn wir in das Kompendium hineinschauen und jetzt da auf die Ressourcen mal schauen, was wir da schon alles haben, oder? Dann ist das ganz viel. Da hat es eben auch Zeug drin, Erklärvideo erstellen, da hat es, wie macht man Links, also ganz viele so Sachen sind da auch einfach auch schon drin, oder? Und jetzt sind aber all die Sachen gar nicht jetzt entstanden. Also vieles von dem, was ich gebraucht habe für die Einführung in meiner Klasse oder für das Lerncoaching, für die Begleitung von der E-Portfolio-Arbeit in der Klasse, habe ich gefunden, tada, in meinem E-Portfolio. Weil ich das nämlich dort gesammelt habe als Ressource. In dem Moment, wo ich es gesammelt habe, habe ich in der Regel nicht gewusst, wie, wann, wo, was, für was ich das wieder werde brauchen. Aber ich merke jetzt, dass wenn ich eine Idee habe, wenn ich etwas brauche, dass ich extrem vieles einfach in meinem E-Portfolio finde. Und das ist jetzt nach gut 10 Jahren. Also ich habe es beim Andreas Segesser gestartet, das war 2011, jetzt haben wir genau 10 Jahre. Und ich habe das weitergeführt nach diesen 2 Jahren PH Zürich und ich bin ja so dankbar. Weil jetzt kommen die Arbeitskolleginnen, neue Mitarbeitenden zu mir, fragen mich Sachen, zu was auch immer. Und ich kann einfach die Ressourcen zücken und ich finde sie in meinem E-Portfolio, oder? Und wirklich auch Inhalt für meinen Unterricht oder auch Hinweise, wie ich anspruchsvolle Situationen kann handeln kann in meinem Unterricht. Da habe ich dann Reflexionen gemacht, wenn ich schwierige Situationen in der Klasse habe. Und dann wiederholt sich das ein paar Jahre später wieder. Und dann stelle ich fest, hey, da war doch mal was. Und dann schaue ich in meinem E-Portfolio und bing, komme ich auf neue Ideen, wie ich es jetzt könnte machen. Das ist eigentlich für mich so die grösste Perle, dass ich jetzt selber merke in dem Projekt, wie mich mein eigenes E-Portfolio unterstützt. Wir könnten noch stundenlang darüber weiter diskutieren. Es ist wirklich auch sehr anregend, was da gleichzeitig, während wir reden, im Chat stattfindet tut. Also sensationell. Ich glaube, wir machen da unser Portfolio jetzt schon miteinander. Obwohl es eine riesige Türen ist, die ich jetzt gerade wieder aufstoße, hätte ich noch gerne einen kleinen Abschlusskommentar oder Hinweis. Und zwar ist es mehrmals vorgekommen, wie können wir die wirklich intensive Arbeit mit einem Portfolio würdigen. Ich sage jetzt extra nicht bewerten. Würdigen. Also was du ansprichst, sind so die förderorientierten Rückmeldungen vielleicht. Stimmt, auf das sind wir überhaupt noch nicht eingegangen. Genau.
wenn die Lernenden, vor allem wenn sie Reflexionen machen, also wenn sie über ihr Lernen, über ihren Prozess nachdenken, dann tue ich als Lerncoach sie eigentlich eben mit förderorientierten Rückmeldungen auf ihrem Weg begleiten und dort eigentlich ihre Entwicklung würdigen. Natürlich kann man auch einzelne Lernprodukte, also die jetzt fachlichen Inhalt haben, speziell anschauen und Rückmeldungen dazu geben. Dort würde ich sagen, dass das aber wahrscheinlich ausgewählte sind. Also wo man wie im Voraus die Lernenden auch wissen, das ist jetzt eins, das quasi speziell angeschaut wird. Und dann kommen sie dort speziell eine Rückmeldung dazu über. Und wenn man dann will, kann man ja aus dem heraus dann auch noch eine Note machen. So in dem Sinn. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt konsequent die E-Portfolios durchforsten und das alles lesen, was sie machen. Also das würde mich auch total überfordern, muss ich sagen. Es wäre viel zu viel. Sondern ich bin wirklich vor allem auf der Ebene von dem Abschnittprozess, den sie in ihrem E-Portfolio drin haben. Genau. Ich sehe, dass Zeit um ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das Bedürfnis gibt, dass man noch weiter möchte reden. Und es ist jetzt so, wie der Zufall will, dass am nächsten Montag, am 5. Juli, vom 6. bis am 8. so ein Live-Treffen stattfindet. Und wir machen dort eigentlich ein Barcamp, also mit verschiedenen Sessions, wo dann die Teilnehmenden auch wünschen können. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn wir jetzt gerade schon so voll dran sind, dass eine Session ich werde anbieten eben zu dem Thema von dem E-Portfolio. Also wenn jetzt Leute von euch sehr gerne möchten weiter über das mit mir diskutieren oder von mich würde auch sehr interessieren, was macht überhaupt ihr für Erfahrungen in eurer Klasse mit E-Portfolio, wie macht ihr das? Da können wir für das Projekt sicher sehr profitieren. Dann wäre nächsten Montag um 6 Uhr eine gute Gelegenheit. Genau. Genau, super. Das ist ein würdiges Abschlusswort gewesen. Also eigentlich nicht wirklich ein Abschluss, sondern bye-bye. Wir sehen uns gleich wieder auf ein Wiedersehen. Ich freue mich sehr, euch im nächsten Call zu sehen oder im so live. Ich möchte da gerne offiziell schliessen von meiner Seite aus und würde mich aber freuen, wenn wir wie auch immer den Weg wieder finden, zum dranbleiben, zum uns vernetzen, zum Perlen für unser Portfolio zu finden. Vielen herzlichen Dank, schön, dass ihr da gewesen und gerne auf bald wieder, wo und wie auch immer. Tschüss miteinander. Danke vielmals, Anita. Danke dir und danke dem Projektteam für die super Arbeit, die auch von unserer Seite sehr würdig ist. Den habe ich veröffentlicht, den Kanalzugang.